Das. Herzlich willkommen allerseits zu unserem dritten Workshop in der Reihe Ost- und Südosteuropa im Fokus. Mein Name ist Gudrun Wirz, ich arbeite in der Bayerischen Staatsbibliothek und leite dort die Osteuropa-Abteilung. Ich begrüße Sie auch im Namen der Veranstalter dieser Reihe, der Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa-Forschung, APDOS, und des Fachinformationsdienstes Ost, Ostmittel- und Südosteuropa. Bevor wir beginnen, ein paar Bemerkungen zum Housekeeping. Der Workshop wird aufgezeichnet. Er wird als Video über die APDOS-Website und YouTube bereitgestellt. Die Präsentationsfolien werden zusätzlich auf der APDOS-Seite zur Verfügung gestellt. Dies gilt allein für die Präsentationen, nicht aber für die Diskussionen. Das heißt, Sie können bedenkenlos Fragen stellen, Ihren Unmut äußern oder Ähnliches. Und zwar entweder per Chat oder aber Sie heben die Hand, dann schalten wir das Mikrofon frei und Sie können sprechen. Ich möchte an dieser Stelle noch danken, in erster Linie Frau Simasek von der Zentralbibliothek Zürich, die hier die ganze Infrastruktur in der Hand hat und die Technik betreut. Frau Dr. Maurer von der Schweizerischen Osteuropa-Bibliothek in Bern, die Sie dabei unterstützt, die die Bereitstellung der Materialien übernimmt und heute auch mit Frau Simasek zusammen den Chat betreut. Kommen wir zu unserem Workshop. Der heutige Workshop trägt den Titel Bibliotheken und Buchmärkte in Zeiten der Pandemie – Herausforderungen und Chancen. Er dient der gegenseitigen Information, Austausch in schwierigen Zeiten für uns alle, soll natürlich auch dazu dienen, Ideen für die eigene Arbeit bekommen, neue Informationen. Idealerweise ergeben sich vielleicht daraus auch Kooperationen. Letztlich ist diese Workshop-Reihe ein Ergebnis von Covid-19, nämlich der ausgefallenen APDOS-Jahrestagung und des ausgefallenen Workshops des FED Slavistik und FED Ost im Oktober 2020. Also schon ein Beweis, dass Covid-19 auch produktive Konsequenzen haben kann. Um möglichst viele Perspektiven auf unser Thema zu bieten, haben wir heute ein etwas anderes Format als in den letzten beiden Workshops gewählt. Wir haben einen ersten Teil, der aus 5 sogenannten Lightning Talks besteht, wo Referenten also sehr kurz zu dem Thema aus ihren verschiedenen Bibliotheken sprechen. Im Teil 2, das ist mir eine besondere Freude, haben wir internationale Gäste aus den USA, aus Berkeley und aus Deutschland und / Russland. Die Gäste werde ich im Einzelnen noch vorstellen. Das hat zur Folge, dass wir auch sprachlich heute international sind. Der erste Teil wird auf Deutsch sein, der zweite auf Englisch und Russisch. Und die Diskussion kann dann in einer der 3 Sprachen sein. Wir beginnen mit Herrn Dr. Jürgen Warmbrunn. Den kennen Sie alle als Vorstand der APDOS. Er leitet die Bibliothek des Herder-Instituts und ist zugleich deren stellvertretender Direktor. Los geht's. Ja, guten Morgen, guten Tag, Entschuldigung. Ich versuche gerade mal hier meine Bildschirmpräsentation zugänglich zu machen. Ja, vielen Dank, Gudrun Wirz, für die freundliche Vorstellung. Die Zeit ist knapp, deswegen werde ich mich bemühen, schnell durch meine 4 Minuten zu kommen oder zeitgerecht zu kommen. Das Herder-Institut unterhält eine Forschungsbibliothek zur Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas. Wir sind keine Präsenzbibliothek, sondern leihen viele unserer Bestände auch aus, müssen aber gleichzeitig natürlich feststellen, dass wir wie andere Bibliotheken halt auch viele Materialien haben, die nur vor Ort nutzbar sind. Außerdem ergeben sich bei uns sehr viele Synergien im Haus dadurch, dass Nutzerinnen und Nutzer Bestände der Bibliothek, der Kartensammlung, des Bildarchivs und unseres Archivs gemeinsam nutzen. Das ist etwas, wie Sie der oberen Leiste entsehen können, was im Jahr 2020 für die Bibliothek insbesondere nicht einfach war, da wir quasi eine Art Tal durchlebt haben, bei der die Bibliothek am Anfang und am Ende des Jahres komplett für die Benutzerinnen und Benutzer geschlossen waren, lediglich Leihverkehr möglich. Zwischendurch hatten wir dann eine eingeschränkte Öffnung und
eine Öffnung unter Einhaltung der Hygienevorgaben, aber es war alles andere als ein normales Jahr. Ich habe bereits erwähnt, wir hatten erhebliche Einschränkungen in der Nutzung vor Ort. Das heißt zum Beispiel, persönliche Nutzerberatung war überhaupt nicht möglich. Hinzu kommt aus Sicht einer Spezialbibliothek wie unserer, dass wir eben nicht auf elektronische Ressourcen ausweichen können, wie das zum Beispiel in Universitätsbibliotheken eher möglich ist. Dies betraf auch unser Outreach. Wir hatten keine Führung und keine Lesungen im vergangenen Jahr und auch aktuell nicht. Auch keine Praktika und Stipendien, lediglich Angebote zur beruflichen Wiedereingliederung und dem Bundesfreiwilligendienst konnten wir noch aufrechterhalten. Relativ wenig betroffen aus bibliothekarischer Sicht war die Katalogisierung in der Bibliothek. Hier hatten wir eine reguläre Tätigkeit und seit November 2020 auch einen Remote-Zugang auf das Katalogisierungssystem für die Mitarbeiter von zu Hause. Auch bei der Erwerbung gab es einen relativ regulären Betrieb. Es gab einzig kleinere Missverständnisse, die betrafen etwa die Öffnung oder Schließung der Bibliothek. Das war den Lieferanten nicht immer ganz klar. Auch haben wir im vergangenen Jahr erstaunlich große Tausch- und Sendungen und Schenkungen übernehmen können, was uns so ein bisschen ein erfreuliches Ereignis in einem sonst eher etwas düsteren Jahr war. Wir wurden auch gebeten, Chancen durch Corona aufzuweisen. Gudrun Wirz hatte bereits auf unsere virtuellen Workshops hingewiesen, die ein Ergebnis davon war. Mein Eindruck ist, dass die Bedeutung unserer Bibliothek als eines zentralen Willkommenspunktes für das Institut in der Corona-Krise eher noch stärker wahrgenommen wurde als sonst. Bindung und Wertschätzung für die Bibliothek scheint mir in diesem Jahr eher noch gestiegen zu sein. Und was für uns sehr hilfreich ist als Bibliothek unter strategischen Gesichtspunkten, ist, dass unsere jahrelangen Bemühungen um einen eigenen elektronischen Lesesaal durchaus Auftrieb erhalten haben. Was für uns eine Achillesferse ist, ich war kurz darauf eingegangen, ist, dass wir, da wir eben nicht Landeskonsortien anhängen können, eben nicht so starke elektronische Ressourcenangebote machen können wie etwa in Universitätsbibliotheken. Das ist sicherlich eine Schwäche, die ganz deutlich geworden ist. Chancen, aber auch Risiken bestehen in meiner Wahrnehmung dadurch, dass wir sehr viel stärker ortsflexibles Arbeiten oder Homeoffice ermöglicht haben in diesem Jahr und auch noch aktuell. Dies hat allerdings logistische Herausforderungen und natürlich erhöht es den Gap zwischen Personen, die eben im Homeoffice arbeiten können und solchen, die, weil sie etwa im Magazin arbeiten, dies nicht können. Schließlich, und da bin ich eigentlich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, meine Wahrnehmung ist, dass der Zusammenhalt in der Bibliothek, der soziale Zusammenhalt in diesem schwierigen Jahr sich eher gefestigt hat. Aber das ist eine punktuelle Wahrnehmung und wir sind ja auch noch nicht am Ende der Corona-Phase. Soweit aus meiner Sicht. Das war notgedrungen sehr knapp. Für Rückfragen oder Fragen stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank. Die Fragen machen wir gesammelt, alle am Schluss. Wir gehen jetzt gleich weiter zum nächsten Lightning Talk. Annette Höslinger-Fink, die an der Österreichischen Nationalbibliothek Fachreferentin für slawische Literatur ist. Bitte. Herzlichen Dank. Ich versuche zu teilen. Geht es? Ja. Ja, man sieht es. Mhm. Sieht man meine erste Folie? Ja. Tut mir leid, aber das geht jetzt bei mir gerade nicht. Meine erste Folie, zunächst herzlichen Dank für die Einladung und grüß Gott aus Wien. Meine erste Folie steht ganz im Zeichen des Stoppschilds. Die Einschränkungen an der ÖMB Wien waren sehr stark. Im März 2020 war ein absoluter Erwerbungsstopp verhängt worden für die gesamte Bibliothek. Das hat bedeutet, dass ab Sommer 2020 lediglich wieder feste Fortsetzungen geliefert und auch bezahlt werden durften. Wir hatten auch ein Betretungsverbot der Bibliothek, das galt von Mitte März bis Ende Mai 2020 für alle nicht systemrelevanten Mitarbeiterinnen. Dazu gehören leider auch eben die klassischen Bibliothekare. Das heißt, Formalerfassung und Sacherschließung waren selbstverständlich ganz stark erschwert.
In den Monaten April und Mai 2020 mussten die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Bibliothek Kurzarbeit leisten. Es kam deswegen zu einem großen Rückstau bei der Bearbeitung, vor allem natürlich der physischen Ressourcen, die trotzdem gekommen sind, wie Pflichtexemplare, Schenkungen. Seit Sommer 2020 haben wir eine Homeoffice-Regelung, die besagt, dass maximal die halbe Besetzung immer an der österreichischen Nationalbibliothek sein sollen, also der Angestellten. Dadurch kommt es dazu, dass die innerbetriebliche Kommunikation gestört ist. Die Geschäftsgänge sind teilweise prolongiert oder sehr prolongiert. Arbeitsvorhaben mit externen Kooperationspartnern haben sich dadurch verzögert. Und selbstverständlich ist das für die Angestellten auch eine große Herausforderung, je nach Familiensituation oder privater technischer Ausstattung. Denn das Homeoffice birgt Chancen, aber auch Risiken. Ohne Lockdown haben wir lediglich eine halbierte Anzahl an Leseplätzen zur Verfügung stellen können und natürlich auch eingeschränkte Besucherzeiten, weil es eben Ausgangsbeschränkungen auch gab in Wien. Mit Lockdown, das dürfen wir nicht vergessen, für Benutzerinnen ohne oder mit mangelhaftem Internetzugang können wir eigentlich überhaupt nichts bieten. Also das ist ein kompletter Ausfall der Bibliothek als Lernort oder Ort der sozialen Begegnung. Meine zweite Folie, Chancen durch Corona, da habe ich auch ein Symbolbild sozusagen gewählt. Die erste Chance ist sicherlich, das berichten viele Angestellte, dass es jetzt zu einer flexibleren Handhabung der Telearbeits- oder Homeoffice-Regelungen kommt. Viele Kolleginnen haben berichtet, dass dadurch, dass Workshops und Sitzungen, also so fixe Termine in Gremien, einfach ausgefallen sind, dass dadurch die direkte Kommunikation durchaus befördert wurde. Nette, du musst die Folie weiter scrollen. Entschuldigung. Entschuldigung? Du hast nicht den Präsentationsmodus. Oh, Entschuldigung. Ja, das tut mir leid. Vielleicht kann, weil ich bin wieder ausgestiegen. Also es ist sozusagen leider. So ist gut, so ist gut. Ist okay, sieht man jetzt die Folie? Okay. Gut. Ja. Okay. Der Bibliothekstausch, genauso wie bei meinem Vorredner, hat auch für uns die Lücken gefüllt. Wir haben noch immer sehr starke Bibliothekstauschbeziehungen, vor allen Dingen mit Südosteuropa, aber auch mit der Prager Nationalbibliothek. Und selbstverständlich hat in dieser Stunde ist Digitalisierung einfach das Gebot der Stunde. Denn unsere digitalen Bestände oder Open Access, das muss auf jeden Fall forciert werden. Digitale Kommunikationsformen müssen auf- oder ausgebaut werden. Und wir erreichen natürlich auch einen erweiterten Teilnehmerinnenkreis durch Online-Tutorials und Führungen. Mein Symbol für diesen Vorteil des Lockdowns, was für die Benutzerinnen natürlich ganz tragisch ist. Wir hatten eine Bestellung einer tschechischen katholischen Zeitung, die in Wien 1908 bis 1938 erschienen ist. Der Leser ist jetzt ausgesperrt. Wir konnten alle Bestände aus dem Magazin heraussuchen, ordentlich katalogisieren und die ganze Zeitung wird jetzt auch digitalisiert. Das ist natürlich sicher eine Chance, aber auch nur eine kleine. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir gleich zum nächsten Referenten, Herrn Olaf Hamann, den Leiter der Osteuropa-Abteilung der Staatsbibliothek in Berlin und dem Leiter des Fachinformationsdienstes Slawistik. Bitte schön. Ich hoffe, dass meine Präsentation zu sehen ist. Ja. Jetzt. Wir stehen vor genauso großen Herausforderungen wie alle anderen Bibliotheken auch. In starkem Maße hängt die Osteuropa-Abteilung in der Staatsbibliothek zu Berlin aber immer von der Umgebung der Staatsbibliothek in Gänze ab. Alle Entscheidungen, die dort gefällt werden, sind von uns parallel immer umzusetzen. Bis dahin standen wir im März wie alle vor einer bis dato undenkbaren Situation und haben innerhalb weniger Tage einen vollständigen Lockdown umsetzen müssen. Zwischen dem 14. und 17. März sind faktisch alle Benutzerinnen und Kollegen ausgesperrt worden. Die Lieferketten wurden unterbrochen und die Kontaktarbeit mit Benutzerinnen, Kollegen, Firmen musste auf eine völlig neue Grundlage gestellt worden. Zum Glück
dauerte die Installation eines Notfallteams nicht so sehr lange und der Übergang zum Homeoffice lief relativ gut. Es gab schnell die Möglichkeit, dass dienstliche Software vom K10 Plus auch auf privaten Rechnern gespeichert werden konnte, sodass bestimmte Aufgaben im Homeoffice auch erfüllt werden konnten. Das Notfallteam, das innerhalb von einer Woche formiert worden ist, konnte so bis zum Ende des Monats März die Homeoffice-Tätigkeit für fast alle Kolleginnen in der Abteilung organisieren. Lediglich 2 von 27 hatten keine private ausreichende Infrastruktur in technischer Hinsicht und konnten somit nur ungenügend eingebunden werden. Das war aber auch die Voraussetzung, dass wir im April die Lieferketten wieder in Kraft setzen konnten. Es war dafür gesorgt, dass innerhalb der Bibliothek Postsendungen entgegengenommen werden konnten und an die Abteilung weitergeleitet wurden. Im Monat in der zweiten Aprilhälfte kamen auch Kollegen zu einzelnen Arbeitstagen wieder in das Bibliotheksgebäude zurück und konnten dann auch die Geschäftsgänge wieder in Gang setzen. In der Zeit wurde auch ein Hygienekonzept erarbeitet, das eine Wiedereröffnung der Bibliothek ab Mai dann ermöglichte. Die Wiedereröffnung sah vor, dass erstmal nur Bücher abgeholt werden konnten, die aus dem Magazin bestellt wurden. Dann 14 Tage später konnte auch der Lesesaal im Zwei-Schicht-Betrieb wieder aufgenommen werden. Nochmal einen Monat später wurden diese Zeiten für die Schichten etwas erweitert und auch der Sonnabend, also nicht nur die Werktage, sondern auch der Sonnabend wieder als Öffnungstag der Bibliothek einbezogen. Und in dieser Situation haben wir seit 28. Juli bis Mitte Dezember gearbeitet. Und im Mitte Dezember folgte dann der zweite Lockdown, der mit einer Schließung der Lesesäle am 15. Dezember einherging und auch der Leihstelle seit am 18.12. Und diese Schließung der Lesesäle und Leihstelle dauert noch an. Und wir haben momentan die Hoffnung, dass wir zum 8.2. vielleicht wieder die Ausleihe aufmachen können. Aber im Hintergrund laufen jetzt alle Geschäftsgänge weiter. Von den 27 Kolleginnen der Abteilung sind 26 mit der Homeoffice-Möglichkeit mittlerweile ausgestattet. 14 Kolleginnen haben mittlerweile einen Telearbeitsplatz. Das heißt, sie haben auch von zu Hause aus Zugriff auf die technische Infrastruktur der Staatsbibliothek und können viele Aufgaben dort erledigen. Welche Chancen, ich möchte hier gleich einfügen, und auch Risiken sind verbunden mit diesem ganzen Prozess? Gudrun, du hattest eingangs so schön gesagt, dass auch so eine Art Veranstaltung, wie wir sie heute haben, ein positiver Effekt ist. Ich würde das ein bisschen relativieren wollen, denn leider ist bei diesen Dingen, bei diesen Veranstaltungen die informelle Ebene völlig ausgeklammert, was in der Kommunikation natürlich sehr dramatisch ist und den Gedankenaustausch zwischen den Kollegen durchaus behindert. Das merkt man auch bei der Arbeitsorganisation. Man müsste es administrativ völlig neu denken. Wir hängen dort sehr stark ab von Verwaltungsentscheidungen. Und Telearbeit und mobiles Arbeiten haben einen neuen Stellenwert bekommen. Und das auch ganz zu Recht. Ich merke, eine persönliche Erfahrung ist, dass wir seit dem strengen Übergang zu Telearbeit und mobiles Arbeiten deutlich weniger Krankschreibungen zu verzeichnen haben, dass wir den gleichen Arbeitsaufwand schaffen können und dass die Umorientierung auf die Nutzung elektronischer Ressourcen deutlich gestiegen ist. Die Zeit ist um. Kannst du gucken, dass du zum Schluss kommst? Ja, bitte. Gut. Wir merken allerdings auch, dass die elektronischen Ressourcen nicht den Informationsbedarf decken, den wir uns wünschen würden oder den die Benutzer wünschen. Unerledigte Aufgaben wie Erfassung von Zeitschriften, Inhaltsverzeichnissen sind stark in den Mittelpunkt gerichtet, wurden im letzten Jahr erledigt, Hygienekonzepte neu angepasst. Und wir merken, Masken sind zwar nötig, aber Tarnmasken sind keine Lösung. Wir haben jetzt letzte Woche das neue Gebäude in Betrieb genommen, das heißt aber nur virtuell. Und wir hoffen, dass wir sehr stark am 8.2. mit der Benutzung wieder aufmachen können. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Dann gehen wir gleich zum nächsten über, und zwar Frau Dr. Ruth Sinn
von der Universitätsbibliothek Kiel. Sie leitet dort den Fachinformationsdienst Nordeuropa. Es freut uns besonders, dass wir sozusagen jenseits der strengen osteuropäischen Grenzen jemand für unseren Workshop gewonnen haben. Sie hat die stellvertretende Leitung der wissenschaftlichen Dienste dort und die Fachreferate Nordistik und Skandinavistik. Bitte. Herzlichen Dank. Auch ich freue mich, dass ich hier so ein bisschen fachfremd, aber eben doch sehr angrenzend mit dabei sein kann und ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen. Die sind natürlich relativ ähnlich zu vielem, was wir jetzt schon gehört haben. Auch wir hatten Teil-Lockdown. Wir haben zwar nie ganz zugemacht, wir haben immer Bücher ausleihen können, aber auch was die Erwerbung konnte auch durchlaufen. Aber gerade was die Bearbeitung von Printbeständen angeht, haben wir natürlich jetzt auch einen großen Berg angesammelt. Wir konnten sehr umschalten auf Online-Sachen als Gesamtbibliothek, aber als FID stellt sich die Lage natürlich immer noch ein bisschen anders dar. Im Einzelnen, ja, ich habe schon kurz gesagt, die Vor-Ort-Leistungen waren eingeschränkt. Auch das gemeinsam vor Ort Dinge bearbeiten, Sachen angucken war eingeschränkt. Der Zugriff auf Printliteratur ist eingeschränkt und der spielt in unserem Bereich eine sehr große Rolle. Allerdings muss ich sagen, da wir ja einen großen Teil unserer Nutzerschaft gar nicht in Kiel sitzen haben, konnten wir über die Fernleihe oder auch über Ausnutzung besonderer Dinge, dass man eben in Kopien Fernleihe verschicken konnte und Ähnliches, konnten wir da doch auch einen größeren, konnten wir unsere Nutzer oft noch ganz gut erreichen. Was uns auch hart trifft in gewisser Weise, ist das persönliche Treffen fast ausnahmslos entfallen. Das heißt, Gespräche müssen anders geführt werden. Das beginnt mit allem Kontakt direkt in die Institute. Das Beginn geht aber natürlich weiter zu den Tagungen und geht weiter zu allem, was man so nebenbei noch bespricht, was eben ja auch schon sozusagen angefallen war. Wir haben trotzdem versucht, aus der Situation einigermaßen gut rauszukommen und auch unsere Services weiter aufrechterhalten zu können, an manchen Stellen vielleicht auch auszubauen und irgendwo vor allem den Kontakt auch zu halten. Daraus hat sich letztendlich was auch Positives entwickelt. Interessant ist, dadurch, dass Nutzerinnen nicht mehr unbedingt alles selber lösen, wenn sie vor Ort bei uns erscheinen können, hat als positive Folge gehabt, dass sich viel mehr Nutzerinnen mit sehr konkreten Wünschen bei uns gemeldet haben und wir in Teilen viel besser mitbekommen konnten, was jemand eigentlich will und wohin wir uns auch entwickeln könnten. Wir haben natürlich in Nordeuropa gesichtet, welche temporären Open Access Angebote dort sind, die wir vielleicht auch zugänglich machen können und wo wir sozusagen eine Art kostenloses Probeabo auf das eine oder andere unseren Nutzerinnen zur Verfügung stellen konnten und dadurch auch vieles kennengelernt haben. Und gezwungenermaßen haben wir eine ganze Menge, wie ich finde, interessanter neuer Austauschformate entwickeln müssen. Ob das Telefonkonferenzen, Videokonferenzen oder Einzeltelefonate waren. Wir haben ein besseres Gefühl, glaube ich, an manchen Stellen dafür gekriegt, was per Telefon, per Videokonferenz oder anders geht und wo dann eben auch die Mängel sind. Ein kleiner Punkt dabei war auch, dass es viel einfacher geworden ist, an viel mehr Veranstaltungen teilzunehmen, so sie denn stattfinden, weil man durchaus auch sagen kann, Mensch, da interessieren mich 2 oder 3 Vorträge und auf die hin nehme ich dann auch zu irgendwem Kontakt auf, auch wenn die gesamte Tagung sicherlich für mich nicht gerechtfertigt hätte, dahin zu fahren. Insgesamt hatten wir so den Eindruck, das, was näher ist, die Leute, die direkt vor Ort waren, sind erstmal in die Ferne gerückt. Vieles, was viel weiter weg ist, ist uns ein Stückchen weiter näher gerückt. Das, was ich so als leichte, hier so als kleine Hintergrundsachen hinterlegt habe, das sind alles Angebote, die plötzlich erreichbar wurden, die wir unsere Nutzerinnen über unsere sozialen Medien auch mitgeteilt haben, was alles geöffnet wurde in Nordeuropa, was wir testen konnten. Wir haben versucht, soweit es ging, die Services aufrechtzuerhalten. Wir haben versucht, neue Angebote zu implementieren, neue Ideen zu kriegen, auch gerade, weil wir alle jetzt ja in der neuen Antragsphase stecken, uns da auch ein bisschen inspirieren zu lassen für den FID. Und wir werden sicherlich, wenn das hoffentlich irgendwann bald alles vorbei ist, auch versuchen, die neu gewonnenen Kanäle da, wo sie sinnvoll waren, auch zu nutzen, wenngleich wir uns auf die persönliche Tasse Kaffee natürlich immer auch freuen. Ja, das war's in einem kurzen Überblick, vor allen Dingen aus dem FID Nordeuropa und aus der UB in Kiel. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Also das finde ich eine wunderbare Zusammenfassung. Näheres rückt ferner und Fernes rückt näher. Sehr schön. Als letzte Rednerin haben wir Frau Dr. Katarzyna Adamczak. Sie arbeitet im Fachinformationsdienst Ost-, Mittel- und Südosteuropa-Studien und ist da unter anderem zuständig fürs Portal und auch für wesentliche Teile der Öffentlichkeitsarbeit. Bitte. Hallo.
Sieht man meine Bildschirmpräsentation im Vollmodus? Weil ich sehe sie nur im eingeschränkten Modus. Ist nicht Vollmodus. Moment. So, jetzt ab. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von mir und vielen Dank für diese freundliche Vorstellung. Ich starte auch gleich mit den Einschränkungen durch Corona. Die Bayerische Staatsbibliothek wurde am 17. März geschlossen. Der Auslesesaal wurde schon ein paar Tage zuvor am 14.03. geschlossen und blieb bis zum 5. Mai für das Publikum gesperrt. In dieser Zeit war nur eine eingeschränkte Ausleihe von den Printmedien möglich. Die Bayerische Staatsbibliothek hat aber sehr schnell einen Buchlieferservice organisiert. Und durch vereinfachte Anmeldung war es auch möglich, dass die Nutzer auch auf digitale Services und nicht frei zugängliche Ressourcen von zu Hause aus zugreifen können. Was bedeutete das aber für das Personal? In der Osteuropa-Abteilung waren 87% der Mitarbeiter bis zum 13. Juni im Homeoffice bzw. wurden dienstbefreit. Und damit die Mitarbeiter ja auch von zu Hause aus arbeiten können, musste man für sie Zugriff auf interne Laufwerke schaffen und auch auf das Katalogisierungssystem. Das ist tatsächlich ziemlich schnell passiert. Das heißt, vor allem unsere Katalogisierer durften von zu Hause aus arbeiten. Damit sie die Bücher katalogisieren können, haben sie selbst Bücher nach Hause mitgenommen. Später wurden auch Büchertransporte von der Bayerischen Staatsbibliothek nach Hause organisiert. Dadurch war natürlich die Katalogisierung möglich. Allerdings gab es Probleme mit automatischer Transliteration, sodass Teil dieser Bücher dann später nochmal nachgearbeitet werden musste. Es wurden auch Rechnungen teilweise abfotografiert, damit sie rechtzeitig beglichen werden können. Und wegen Grenzschließungen gab es in dieser Zeit keine Lieferungen aus Tschechien, Slowakei, Ukraine und Belarus. Aber 2020 wurden insgesamt mehr Bücher bearbeitet als in den vergangenen Jahren, weil wir Rückstände abbauen konnten. Im Mai durfte der Auslesesaal wieder öffnen. Das bedeutete eine Erarbeitung von Hygienemaßnahmen und Einführung vom Buchungssystem, mit dem 40% der Sitzplätze belegt werden durften. Es bedeutet natürlich einen enormen Organisationsaufwand, weil dieses Konzept, das mal erarbeitet hat, sich ständig geändert hat, musste angepasst werden an die sich ja auch ständig ändernden Vorgaben. Ich komme jetzt zu der zweiten Folie, zu den Chancen durch Corona. Dieser Teil der Präsentation wird auch gleich ein bisschen bunter. Uns wurde im April eine Bitte herangetragen, Dozenten bei digitaler Lehre zu unterstützen. Und vor diesem Hintergrund sind unsere Informationskompetenz-Tutorials entstanden. Wir haben sie tatsächlich in relativ kurzer Zeit erstellt und mit ganz einfachen Mitteln. Das heißt, wir haben sie als PowerPoint-Folien mit Audiokommentar online zur Verfügung gestellt. Diese Tutorials bieten uns als Grundlage zu Webinaren, die wir im Herbst 2020 im Rahmen des öffentlichen Schulungsprogramms der Bayerischen Staatsbibliothek angeboten haben. Und auch in diesem Jahr, in der ersten Hälfte 2021, werden wir zwei Webinare, zum einen zu Osmikon, zum anderen zu Forschungsdaten anbieten. Sie sehen, die ersten Tutorials haben wir über den BSB-Twitter-Account beworben, haben wir dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass wir selbst so einen Account bräuchten. Und wir haben am 11. Mai angefangen zu twittern. Bis heute haben wir ungefähr 850 Tweets abgesetzt und haben bisher auch 350 Followers, was uns natürlich sehr freut. Was wir mit diesem Twitter-Account machen, also wir bewerben unsere Services, wie zum Beispiel Tutorials, Webinare, auch das heutige Webinar haben wir über unseren Twitter-Account beworben.
aber auch lizenzierte Datenbanken. Dann haben wir. Frau Adamczak, die Zeit ist vorbei. Kommen Sie zum Schluss. Okay, gut. Also wir haben auch festgestellt, dass uns immer mehr Nutzeranfragen erreichen und vor diesem Hintergrund haben wir auch vor kurzem ein Osmicon-Chat eingeführt. Wir haben auch beobachtet, dass die Nachfrage nach Online-Literatur steigt und das kann man hier anhand von unserem Fachrepositorium Ostdoc sehen. Vor Corona haben wir ungefähr 4000 Zugriffe verzeichnet. Diese Zahl hat sich dann fast verdoppelt. Im Jahresvergleich sehen Sie das auch. 2020 können wir schon von 70.000 Zugriffen sprechen. Das Gleiche bezieht sich auch auf unser Rechercheinstrument Osmicon Search. Hier haben wir auch steigende Zugriffzahl verzeichnet. Und zuletzt möchte ich noch auf zwei Projekte hinweisen, die in dieser Zeit entstanden sind und an denen wir uns beteiligen. Zum einen ist das ein Projekt zu sozialen Auswirkungen von Covid-19 in Zusammenarbeit mit Internet Archives und Ivy League. Und zum anderen ist das ein Projekt zu Belarus mit Herrn Penzer, der gleich auch sprechen wird. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank und danke auch für die Disziplin, dass wir unsere Zeit einhalten. Ich denke, da ist doch einiges Interessantes zusammengekommen, vieles, was überall gleich ist, aber auch einige Unterschiede. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil, bevor wir in die Diskussion kommen. And I will switch to English and greet Dr. Lila Darpenza from the University of California, Berkeley. He is the librarian for Central Asian, East European and Russian studies collections, also the librarian for Armenian and Mongolian studies and Latin America and Caribbean and Caribbean studies. Yes, so very impressive, all these languages he not only reads but also speaks. And we're very glad to have you here, Liladar, to talk to us with some more time than the other colleagues about what this time meant for you at your library and other libraries in the United States. Thank you very much. The stage is yours. Thank you, Dr. Gudrun. I will try to use some kind of silly Google Translate to say, good morgen, allerseits. Ich bin froh, hier zu sein. Danke für die Einladung. That's all. Thank you for inviting me. I see that all of you are really, really very serious. No smiles. Come on, guys, smile. Life is not that bad. See, we have to cheer ourselves up. This is a typical way here we start our day with some kind of smile. You know, the world is falling apart, but we try to be positive, right? We cannot be negative in our lives, then everything ends. So here is, may I please share the screen? So I will take a stab at it and try to stay within the time. All right. You know, to be honest with you, when country handles multiple simultaneous crises, the true strength of librarians shines through. As the American librarians, we are not used to this type of externalities. Coronavirus just showed up, right? It didn't ask for permission. Oh, do you have visa? Can I cross your borders? They just showed up, the virus. And once it started infecting people, country panicked in the beginning. How to deal with this? We have 40,000 students on campus. They come to the library. Oh my God, it's going to be a hotbed. What are we going to do? So initial reaction of human beings is that, what? Fear, fight, or flight? Three reactions, right? We are afraid. We either can choose to fight or we can run. So the library administration decided it's best to be wise and close down the library. So from March, I'm like this, you know, in Spanish, they call a word pollo, like it's chicken, which is locked up in the chicken's house. And you see in the morning, you open the door and all the chickens run out. We are like that for 9 months, like sardines in a can, right? We are working from home, but we are trying to keep our moral up. So what happened? I'll start you with a small anecdote. I'm just giving you the roadmap of presentation because this is a very serious German
presentation, so I have to be more serious and professional. So introduction and the problem statement, constraints and challenges, opportunities in challenges. You know, they say it in America, oh my God, my life is in a trouble. How should I do my life? And then the mom is telling the kids, you have a lemon, make a lemonade. So you do the best of your opportunities. So challenges are always going to be there, but how do you deal with them is important. So the blessing of e-access. You know, we were those curators before. I was trained by bibliographers group. So we had to wear our tie sometimes. You have to have the coat and we used to come. And books are everything. You know, they have to be nice smell of the books, nice leather. You know, we are looking at them and we are like the gods of Olympus, right? Dispensing knowledge. But it's not any longer true. The knowledge and information has disseminated all over the world. I find it to be more democratic when it comes to the access. You see, if you go to any Russian website and you don't find a book, they told me, Russians, don't worry about it. Go to Yandex and type in Bezplatna Skachats. So download freely. And that's supposed to seem to solve the problem, but we are bound by laws and regulations and copyright restrictions. So we cannot do that, but we still have to solve the problem of our students. So I will talk about HathiTrust Digital Emergency Access Service. Oh, I'm going so fast. My God. See? Okay, I'll talk about the open access and proprietary sources if time permits. And I would like to engage you on how do you deal with it? Because I see there was a question about cataloging. You know, my life wouldn't have been complete not for my catalogers. As a collection development person, when you deal with your patrons, you're trying to find a book. And if the cataloging record is, let's put it this way, mediocre, incomplete, it's a problem. So I will talk a little bit about how we solve the cataloging problem, because there was a question to Dr. Jürgen where they asked, how did you do this? Did you scan or did you deliver the books at home? So I will tell you some innovative ways. So first thing first, okay. I already spoke about how coronavirus came. At University of California, if you go to coronavirus.berkeley.edu, every day from April of last year, we are keeping statistics. You can see how many students are infected, how many faculty have been tested, what is the prognosis, and it gives you the trends. So one thing about the United States where I've been living 30 years, what I like is the transparency of non-classified public information. So nobody's above. So we all have access to the information we need to make decisions. Now, if you don't have intellect to make decisions, then there is nothing one can do, right? So you can flood people with a lot of information and you're lost. But here at Berkeley, we have a coronavirus dashboard. And every day I get an email if I was exposed to coronavirus. If I was working in a particular environment and if somebody had COVID positive test that day, I'm told, it's not hidden from me that you are potentially exposed to coronavirus. And I will show you that email if I have time. Okay, everybody knows this website, I'm sure. John Hopkins data, it gives the, you know, updated information every year from different multiple sources. As a point being, I'm showing you California, San Francisco. They call it shelter in place order. No unnecessary loitering on the streets, not showing up in the big groups. Stay home, only for shopping purposes, go out. And I like that first picture where there's a statue. I don't know whose statue it was, so forgive me, with the mask. You know, one of the presentations our German colleagues made, I think that's Jürgen's, right? He had a mask on it, but there was a mask, and that kind of tells us that how seriously you take your jobs. You know, you are slightly different model. I heard from Gudrun that everybody shows up to work in her library, or many employees show up to the work, not everybody. For us, it's a total closure. But in April, library realizes we need to do something about it. And so they came up with, okay, these are the, what I was talking about, since most of the Californians also understand Spanish, we have to have information also in Spanish. So it's much more, and if you go to this website of covid.gov, you will also find there's information in Russian, Vietnamese, Korean, so all the languages of the migrants, you know, because migrant communities have a specific information needs, they are together. And sometimes it's problematic because of the cultural differences. So that's an extra effort we make here. It's like a part of our daily life. All right. So these are the principles UC Berkeley
came up with. And you know, like everywhere, they have the 7 or 8 principles. The first one is adhere to campus, local, state, and national public legislations on coronavirus. Given. Second, protect safety and well-being of library workforce. Happy force, happy life, happy outcomes. Unhappy workforce, people are, you know, why she's forcing me to come to work? Doesn't she understand I'm 65 and over? Because we have a lot of people, the country is aging. So we have a lot of people who are in 60s, 62. And if they come to work, and some of them have chronic conditions, right? Some are obese, you know, some have diabetes. If they deal with coronavirus, there are going to be a lot of complications. So Berkeley takes that in consideration. You know, it's not like you must show up to the work. Nobody is from, believe me, from last 9 months, we are working from home, but nobody time manages us. They trust us to do 8 hours. No, my boss never asked me, what do you do for 8 hours from home? She trusts me that, you know, you will do the right thing. And they evaluate us based on our outcomes. So library said, okay, we are going to have this bookish approach. You know, librarians are often called in some open societies bookworms because they're always with the books. So we have these 5 chapters. And we are right now, to be honest with you, at the chapter 2 and chapter 3, between chapter 2 and chapter 3. So you can see that we are expanding the operations. Can you see my screen or should I make it bigger? You can see. Some locations are open. We have essential workers who show up and they scan the books for us. What do I mean by that? For cataloging purposes, when the new books come in, they scan them using iPhones or iPads, metadata page, which is the title page, right? With the basic information. And they send it to home as a batch every night. A cataloger gets a batch of records with the images. And that's the way they are doing cataloging from home. There are some problems with it also, right? If there's a missing portion in the book, nobody knows. If there are 10 pages are damaged. And many of us have seen that some Eastern European books, not all, have a tendency to use a fake ISBN numbers. So if you type in, they take somebody else's ISBN. I have seen that. Maybe it's not intentional. Sometimes maybe there's a typesetter is doing mistake. I don't know. So when you see you have 2 records, one is American book and or Japanese book and one is Russian book. And we don't know what to do with it. But this is the way we solve the problem. And these are the correct current services. It says all campus libraries currently close to public. There is a new rule. If I want to go to work, I should take coronavirus COVID test before showing up to work at the university health center. If it's a negative, then only I can come to work. So you have like 3 days test that you have to have it on your phone. There's an app which tells you you're negative. You go, you show it at to the security before going to the building, and then you start working. There are special research appointments now open because faculty is going crazy. You know, some books are not digitized. They want to see the actual book. They want to use a microfilm stacks. So there was a question on Armenian genocide. Oh, I want to see the US State Department's archive on Armenian genocide, 1919, 1920. Where can I find it, leather? You know, library is closed. I'm panicking. My book is due to the publisher tomorrow. You are sleeping until then, but you cannot talk to people like that, right? What were you doing all this time? So you tell them, you know what? I can try to find you some online resources that can help you, or you can make an appointment and show up, and we'll bring the thing for you and you can look it for a certain amount of time. There are no more than, I think, 5 or 10 people at the same time in the library. I see some people had 87% of workforce working from home. It is something similar to us. 87, 90% of people are working from home. Okay, next. All right. Okay, so we have implemented our research mission comes in tying with our teaching, remote learning. You know, we are all zoomed out. Yesterday I had 8 meetings on Zoom. And when I went to bed, I was thinking about my life. Is life supposed to be Zoom? You know, we are social animals. We want to have un vinito or una cerveza, you know, like a beer after work, before we go to work. But we understand that we are in difficult times. You know, all this talk about vaccines, that they are coming.
we will get vaccines as soon as possible. It's like, you know, I remember Mikhail Gorbachev was telling in Perestroika, oh, all Soviet citizens will get free apartment by the end of, and then there is no more Soviet Union. Here they are saying, okay, you will get all, everybody's getting vaccine, but vaccines are there, they are on the way, you know, and we keep on dreaming. When they are coming, how many doses are there? Yesterday I was looking at your news on Deutsche Welle when the European the European Union's president was talking about, oh, we are upset with AstraZeneca, they are violating the contract. But they can only produce so much vaccines. The problem is how you distribute them, and we cannot rely on that. We know that state is not responsible for my welfare. I need to be more careful, and librarians and our administrators understand that. So we have come with this, all these, you know, guides, and I can share that. If you click on that, it will take you and show you what we have. How many databases are, you know, the problem with the Zoom is always time lag, and it takes forever to load a database. So we have 1,417 different databases for people to access. If you look at Slavic and Eastern European studies, you scroll down and you can get access to Soviet and post-Soviet studies, or there is a Slavic, here you go. So there are some of these databases, and I think there is a representative of COL, and COL has solved a lot of problems for us. We are buying e-books. We also use your OSDoc, which Katarina mentioned, I believe. I think there was something called VIFA OST, and somebody wrote to me the title had changed. So, you know, thank you so much. So we are using all these databases to meet immediate needs of our Slavic and Eastern European studies faculty members. Okay, let's go back to the presentation. Let's not distract ourselves. Okay, how many of you have access to HathiTrust? So HathiTrust is a big repository which was started by University of California and CIC, which is a consortium of Big Ten libraries from the Midwest, which is Chicago, there are other libraries, and it has solved our problem. Believe me, not completely, but for most parts. And I'll show you quickly if I have time. Dr. Wirtz, I know you are a strict timekeeper and everybody's willing to go home. They are just being so polite and sitting here, oh no, what I have to cook for my husband or for my wife. So I'll be very quick. Okay, so HathiTrust has solved our problem, because most of the books which are in copyright, which have been digitized, let's say by Google or other means, are available for us under emergency temporary access. And what you need to do, you need to log in. So, you know, this I already chose that. And then it will ask me a silly word, my password and blah, 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 just real life quickly. Oh God, okay. Security of that, as if I'm dealing with some state secrets here. Sorry, I apologize for any inconvenience, but I just wanted to show you, this is important for you to know that HathiTrust was very helpful to us. Blah, 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 accept. And here you can get the books which are available, libraries open. So people can read online. People do not have to necessarily. So I'll show you one quick example, if you can see it. Oh God. Okay, so if you go to our catalog and look for books, Dekabrist Sergei Grigorievich Volkonsky, Kniga Dalya Ucha Shiksha, so for students. It says our catalog has added a note, available online, it's still in copyright, it's 1993, available online through HathiTrust. So if you go to this icon, which is in our catalog, it will lead you to the book on HathiTrust. And
Once you open it, let's go for that. You can get access to the full text. You don't need to leave home. You don't need to come to the library. It is there. You will not be able to download it because of the copyright restrictions, but you will be able to read it online. In March, April, May, we were able to download one page at a time as a PDF. However, the publishers revolted. They said, no, this is under copyright. You cannot allow us to download. So now they have you can read only access, but you can read it. However, students are always resourceful. And librarians are also resourceful. So they use screen capture software and they get the snapshots of the items they need. You know, it's time consuming. So I'm not telling you to break the rules, but people do what they do to solve information needs. How many of you have walked on the streets of Brazil or Mexico City or New Delhi? You see Microsoft is trying to sell the products, but on the streets they're openly selling. If you go to Hong Kong, you want to buy a copy of, I'm not a police. It's not my job as a librarian to say, you cannot do this, you cannot do that. There are the rules, you better follow them. But sometimes you have to solve your problems. So do what you got to do, but I don't want to know about it. Don't tell something, don't ask. However, this has solved a lot of problems for us. Just give me. So you can read it too. It's not a problem. Okay, open access. I'm sure European Union requires open science policies. So we have similar policies. We have signed open access declaration here at University of California. We were negotiating with Elsevier about pricing structures, and right now everything is stalled, the negotiations. But we are okay to announce that SpringerLink, Cambridge Open Access, University of Chicago Press Books, our materials are going to be open access. So they will be available to us, which our faculty rights. Then there are these ebook platforms. I'm sure all of you have the same platforms, eBrary and all the other ones. These are some of the ebooks. We have a special guide. You can see Cambridge, EBSCO, HathiTrust, Safari, Springer, blah, 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 a lot of different ebooks which students can read. And then, you know, typical Slavic studies databases, East views databases on digital archives. I hope you have access to those. There are some problems with image scanning. Although everything looks digitized, doesn't mean it's done properly, but it is better than nothing. We buy East View ebooks. Do you buy at your libraries those ebooks from Russia? That solves a lot of problems for my current students and faculty who cannot go to the library. And then other thing we are constantly dealing with is the cost. I know most of the librarians don't care, but we do care. We need to get what we pay for. If somebody tells you, I want to sell you this particular thing, then you should expect the quality for that if you're charging me. But look at the costs. See, just one book I'm just showing as a example. If the book is available for $75 in a cloth binding as a paper copy, look at how prices can get inflated from different vendors. So we are constantly comparing pricing. We have to be responsible for the money we spend. So this is just, I'm showing you, this is one of our reading rooms in the library where I work. I'm really blessed because I go to a historical building and our history of this country is very young, especially California, no? After 1849, unlike Germans who have long 1000 years of history. And I'm going to stop blabbering at this point. And if you have any questions, I'll be glad to answer them for you. Thank you. Thank you very much, Liladhar. We'll postpone the questions to after the next talk. Sorry. Jetzt kommen wir zu Herrn Leonid Nischbowski, den Chef von der russischen Buchhandlung Esterum aus Frankfurt, mit dem, glaube ich, sehr viele von uns zusammenarbeiten und vermutlich kennen ihn fast alle von uns. Wir freuen uns sehr, dass er uns seine Einschätzung geben wird zur Entwicklung des russischen Buchmarktes, auch deswegen, weil wir damit auch einschätzen können, was auf uns diesbezüglich im nächsten Jahr zukommt.
Herr Mischbowski wird Russisch sprechen und für uns ein wenig langsamer als üblich. Vielen Dank. Bitte. Спасибо за эту рекламную паузу. Вот. Меня нормально слышно? Да, спасибо, да? Вот. Ну, я хотел бы немножко обрисовать то, что произошло в России в области книгоиздания. Уже прошел год с начала пандемии и чуть меньше года с того момента, как в России объявили локдаун. В России он был только один локдаун, он начался, если не ошибаюсь, в конце марта прошлого года и длился до конца мая. Вот. В то время, по тем сведениям, которые у меня были, по моим разговорам, по публикациям, было очевидно, что книгоиздатели и книготорговцы ожидали практически конца обоих бизнесов, и книгоиздательского, и книготоргового. Нужно сказать, что не было никакой государственной поддержки для книжных магазинов, а только для издательств. Не было никаких льгот по аренде и так далее. То есть книжные магазины оказались в своей обычной повседневной ситуации, кроме того, что они были все закрыты. Естественно, что издатели тоже ожидали коллапса, потому что, я немножко поясню, как устроено книгоиздание в России, то есть издательство оплачивает часть тиража, часть денег за типографские услуги, потом ждет, пока книжные магазины продадут книги, и после этого может расплачиваться с типографией. Поскольку магазины оказались закрытыми, то издательства ожидали, что вот эти задержки с оплатами критически скажутся на их отношениях с типографией. Но тут оказалось, что произошла самоорганизация тех структур, которые были завязаны на книгоиздание. То есть типографии стали относиться более терпимо к задержкам за тиражи, издательства тоже в свою очередь стали искать какие-то пути кредитования или других способов не останавливать свою деятельность. И тут отчасти, на мой взгляд, помогло то, что само по себе книгоиздание – это достаточно длительный процесс, то есть проходит полгода, год с того момента, как рукопись попадает в издательство, и до того момента, как она уже проходит все стадии редакторской обработки, комментирования, печати и попадает уже в магазин. Вот. И когда, и надо сказать, что параллельно в это же время, то книжные магазины, которые были закрыты, они оказались в ситуации, когда им пришлось искать какие-то выходы. Ну, первый выход был тот, что все-таки, несмотря на то, что была запрещена торговля, книжные магазины воспользовались такой лазейкой, как сдавание книг на прокат. То есть люди, которые хотели купить книгу, они покупали эту книгу, но получали взамен не чек, как в нормальной ситуации, а такую договор о том, что книга взята на прокат, и есть, то есть фанд, и есть залоговая стоимость. Соответственно, если залоговая стоимость не возвращается, то книга остается у покупателя. Но это была такая уловка, которая позволила, тем не менее, хоть как-то возместить потери книжных магазинов. А второй способ, к которому они вынуждены были прибегнуть, это оказалось, это необходимость расширения интернет-торговли. То есть в России, как вы знаете, есть несколько крупных книжных онлайн-магазинов, но они очень мало работают все-таки с тем, что мы называем книгами по гуманитарным наукам или по социальным наукам. И до пандемии ситуация была такова, что книги вот таких издательств попадали в основном в 5-6-7 городов, где были книжные магазины, которые занимались такой литературой. Это, скажем, Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск и, наверное, несколько других. Но вся остальная территория, она была абсолютно лишена. То есть жители остальной территории
России были практически лишены возможности покупать такие умные книги. Поэтому надо сказать, что пандемия в этом отношении, на мой взгляд, имела, конечно, положительный эффект. Вот. А дальше произошло следующее. К концу мая, когда отменили локдаун, то оказалось, что все эти потери были не настолько сильными. То есть если вот я по нашей деятельности моего магазина видел, что, скажем, март, апрель, май были очень плохими, но это было связано и с тем, что и библиотеки, которые перешли в этот момент, были закрыты, соответственно, еще не могли ничего заказывать, но так получилось, что и нам, мы могли намного меньше предложить книг в это же время. А к лету, когда ситуация несколько стабилизировалась, оказалось, что вот этот двухмесячный перерыв, он, в общем-то, не сильно сказался на деятельности российских книжных магазинов. Ну, я подчеркиваю, я говорю именно о магазинах с такой достаточно узкой направленностью, но которые, тем не менее, представляют достаточно широкий ассортимент и представляют, наверное, тысячи небольших издательств. Вот. И оказалось, что вот в связи с тем, что и локдаун был не такой длинный, и издательская деятельность как раз наоборот длинная, то эта ситуация, на мой взгляд, оказалась не принципиально критической. И тут помогло, наверное, то, что когда к лету открылись все книжные магазины, то тут нужно сказать, что понятно, что летний период – это период отпусков, когда люди уезжают и тратят меньше на книги и денег, и времени. Но в той ситуации, в которой все оказались в России, как, собственно, и везде, тратить деньги было больше не на что. И я имею в виду, ну, обычные какие-то бюджеты, которые предполагается тратить на книги. Поэтому вот эти отложенные бюджеты, скажем, весенних месяцев, они пришли в книжные магазины в летние месяцы. И дальше нужно сказать, что по количеству книг, по ассортименту, эта ситуация, на мой взгляд, абсолютно стабилизировалась уже, наверное, к концу лета. И начиная с вот первых осенних, начиная с осенних месяцев, я могу сказать, что количество книг, которые мы в среднем в месяц продаем, оно в этом году, в 2020 году, точно такое же, а может быть даже и чуть больше, как и в прежние годы. Вот. Поэтому, с одной стороны, у меня такой немножко оптимистический вывод о том, что пандемия, в общем, очень мало сказалась на российском книгоиздательском бизнесе и книжной торговле. Но есть другой аспект, который, может быть, его, может быть, можно посчитать таким косвенным аспектом. Это то, что пандемия, очевидно, сказалась на российской экономике тоже. И если уже как бы вот ко времени ее начала ситуация была достаточно неблагополучной, то сейчас, понятно, она стала еще хуже. И в этой ситуации мы видим, что происходит, как сказать, такое все большее закрытие страны, то есть вокруг враги, и отчасти, я бы сказал, что, на мой взгляд, причина этому как раз в том, что как раз в экономике, то есть нужно как-то придумать какие-то способы отвлечь людей от мыслей, скажем, о таком чем бытовом и конкретном, и лучше бы, чтобы они думали о чем-то вечном. В том числе, что вокруг нас враги. То есть я имею в виду, что пандемия в данном случае повлияла на такую идеологическую составляющую, о которой, мне кажется, 30 лет назад были надежды, что мы уже никогда к этому возвращаться не будем. Вот. И с этой точки зрения вот я вижу, что стало намного, что если в целом очень много книг, особенно университетских изданий, особенно в регионах, издавались на грантовские деньги, то есть на гранты, то сейчас видно, что происходит такое смещение финансирования в область таких более идеологических, что ли, книг. Да? То есть очень много идет того, что называется трэш-литература, когда пишут книги о том, что
там про магию, про астрологию, то есть таких книг становится все больше, а также о величии русского духа, русского народа, русской истории. Появляется очень много книг о том, что вот древние арийцы – это вовсе никакие не германцы, как думали во времена Третьего Рейха, а на самом деле это, не знаю, князь Игорь и так далее. Да? Вот. И с этой точки зрения вот, я бы посмотрел на то, что происходит вот это, вернее, вот в этом идеологическом таком закручивании гаек, да, то есть появляются табуированные темы. Вы, наверное, знаете, да, что сейчас вот готовится еще один закон о том, что нельзя сравнивать роль Советского Союза в начале войны с ролью Германии. То есть это будет уже уголовным делом. Это значит, что у издателей появляется внутренняя самоцензура. Это то, что было при советской власти, то, на что мы надеялись, уже больше никогда не повторится. И эта самоцензура приводит к тому, что поскольку есть закрытые темы или закрытые или нежелательные аспекты, так можно сказать, то поэтому это сказывается на таком перекосе, что уже, скажем, вот очень много книг, посвященных Второй мировой войне, поскольку это такая главная табуированная, не табуированная тема, то есть об этом можно говорить, но табуированы некоторые аспекты этой темы. И в этой связи выходит достаточно много книг о том, что было с российским населением, на, скажем, на оккупированных немцами территориях, но вовсе не говорится о том, что, как была начата война и так далее. То есть то же самое, вот, что происходит с памятью о Катыни, да, о том, что на самом деле все больше появляется книг, в которых доказывается, что НКВД совершенно не имело к этому никакого отношения. Вот. Ну вот я бы сказал, вот такие есть последствия пандемии. Да, то есть один такой, то, что книгоиздание благополучно выжило и пережило этот процесс. Но, с другой стороны, то, что, вот, как я говорю, идеологическая ситуация становится очень, ну, скажем так, грустной, это вот тоже, на мой взгляд, является таким косвенным отчасти результатом пандемии. Вот. Ну, наверное, вот все, что я хотел сказать или мог бы сказать на эту тему. Спасибо. Ganz herzlichen Dank an dich, Leonid, aber an alle nochmal. Und ich möchte jetzt nicht viel Zeit in Anspruch nehmen, um hier noch was zusammenzufassen. Wir haben jetzt noch gerade mal 20 Minuten und möchte hiermit direkt die Diskussion eröffnen. Fragen, Anregungen, was auch immer. Bitte.